Moinsen, Freunde der Sonne. Heute war es soweit. Es ist der 20.02. Es kam Le Mans Ultimate raus. Wir haben ja die letzten paar Wochen hier das ein oder andere Video zu Le Mans Ultimate gemacht. Und heute durfte ich es mir endlich dann mal anschauen. Ich bin völlig wertneutral reingegangen. Ich habe mir das Spiel gekauft, wie alle anderen auch. Ich habe es mir runtergeladen und ich habe heute 6,5 Stunden im Stream alles getestet, was ich testen konnte. Und mein Eindruck war durchwachsen. Also er ist nicht super negativ, er ist jetzt aber auch nicht super positiv, sondern neutral eingestellt. Und ich denke, so sollten wir auch an Le Mans Ultimate rangehen. Vorweg muss ich sagen, ich glaube, sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen, das Ganze im Early Access rauszuhauen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Spiel noch nicht fertig ist. Und ich glaube, das haben sie auch im Laufe der Zeit, haben sie das gemerkt. Vielleicht haben sie es deswegen auch so spät announced, dass es ein Early Access ist. Was für mich überhaupt gar kein Problem darstellt. Es ist nur bei der Kommunikation, wie ich vorher schon erwähnt habe, vielleicht ein bisschen spät gekommen, dass es ein Early Access ist. Aber kommen wir doch einfach mal zu dem Spiel oder zu der Simulation an sich. Vorweg muss ich sagen, für mich persönlich ist es die schönste Sim, die dir am meisten Rennfeeling mitgibt. Was meine ich jetzt damit? Sie ist von der Grafik her definitiv auf einem sehr guten Level. Sie sieht sehr, sehr schön aus und sie hat einen unglaublich schönen Klang. Es ist wirklich schiedigall, in welches Auto du dich reinsetzt. Die klingt einfach so unfassbar gut, dass mir dabei einfach jedes Mal eine abgegangen ist. Egal, ob ich jetzt einen Cadillac gefahren bin und von E auf Verbrenner gezündet habe, ob ich mit dem Porsche unterwegs gewesen bin oder mit den LMPs unterwegs gewesen bin. Es war einfach ein absoluter Genuss. Ich habe heute auch jegliche Wettereinstellung ausprobiert, die es gibt. Von tiefer Sonne, hoher Sonne, bewölkt, nicht bewölkt, Regen, ganz viel Regen, gar kein Regen. Und das hat für mich bis auf der Regen auch einen total tollen Eindruck gemacht. Der Regen war ein bisschen dünn. Also es sah mir so ein bisschen aus, als wenn auf der Frontscheibe Regenwürmchen unterwegs sind. Also da denke ich mal, wird noch ein bisschen dran gefeilt, dass das noch ein bisschen besser aussieht. Aber wenn man sich das Ganze jetzt als Zuschauer angesehen hat oder aus der dritten Perspektive von hinten das Auto, sah das sehr schön aus, wie das Licht sich gespiegelt hat in den Straßen, wie sich so langsam die Pfützen gebildet haben, also von Runde zu Runde. Und das hat auch einen sehr, sehr schönen, angenehmen und tollen Eindruck gemacht. Wie war es denn jetzt vom Fahren her? Vom Fahren würde ich sagen, sind die LMPs als auch die GTEs bis dato am ausgereiftesten. Die fuhren sich ziemlich rund. Man muss sich am Anfang, wenn man von anderen Simulationen kommt, etwas daran gewöhnen, weil die Bremspunkte sind definitiv etwas anders als beispielsweise jetzt in iRacing oder in ACC, was aber gar nicht so wirklich ein Problem darstellte, denn man konnte sich relativ einfach daran gewöhnen. Woran man sich sehr gewöhnen muss, sind die Reifen. Die brauchen wirklich ziemlich lange, um da mal auf Temperatur zu kommen, dass man sehr guten Grip hat. Aber wenn man das dann mal hat, dann wird man auch eine Menge Spaß haben. Was mir dabei aufgefallen ist, ist der Lastwechsel bei den Fahrzeugen. Ich habe heute sehr viel Le Mans ausprobiert und wir haben dort ja sehr schnelle Schikanen. Und bei den Schikanen ist es jetzt so, dass wenn du ein bisschen zu schnell reingefahren bist, der Lastwechsel nicht wirklich sehr gut funktioniert hat. Was aber nicht an der Physik liegt oder an den Autos liegt, sondern ich habe für mich festgestellt, dass das noch ein bisschen daran liegt, dass der FOV irgendwie nicht richtig eingestellt ist. Weil jedes Mal, wenn ich in die Schikanen reingefahren bin, war ich so ungefähr bei 100-110 km/h, was definitiv zu schnell ist, sich das für mich aber beim Fahren sehr, sehr langsam angefühlt hat. Den FOV habe ich dann eingestellt. Ich habe ein bisschen in dem Config-File rumgespielt, als auch selber den FOV in R-Faktor eingestellt, so nach den Rechnungen, die man so normal tätigt aus den anderen Spielen. Und das war schon doch angenehmer, aber irgendwie konnte man dieses Tempo nicht wirklich spüren. Und so habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich in Kurven meistens zu schnell reingefahren bin, weil ich das sehr falsch eingeschätzt habe. Ich wünsche mir, und ich denke auch, dass wir das in der Zukunft noch bekommen werden, dass wir dort ein paar bessere Einstellungen bekommen, gerade auch was den Triple Screen angeht, weil den können wir aktuell nur über das Config-File einstellen. Das funktioniert, aber das ist noch nicht so das Endgültige. Da wir im Early Access sind, möchte ich das jetzt hier nicht großartig ankreiden oder das Spiel dafür komplett in den Boden, Grund und Boden stampfen, weil die Möglichkeit besteht erstmal. Wir können Triple Screen fahren und den Rest mit dem Feintuning, der wird über die Zeit kommen. Was ist mir jetzt denn noch so beim Fahren aufgefallen? Ich habe heute wahrscheinlich den gefährlichsten Bug meines Lebens gefunden.
Ich bin halt, habe das Spiel installiert, habe alles eingestellt und habe mich dann gleich in den Cadillac reingeschmissen. Weil ich liebe den Cadillac vom Sound her, wenn er von E auf Verbrenner geht, das rammelt so sehr im Karton und da geht mir jedes Mal ein Herz auf. Und ich möchte auch hier an der Stelle den Entwickler dafür loben, dass das so unglaublich schön umgesetzt ist und das richtig scheppert. Und das scheppert so sehr, dass ich den Ton heute nicht einmal leiser gemacht habe beim Fahren und mir das völlig egal war, ob der Stream das wollte oder nicht. Das hat richtig geknallt und das hat mir unglaublich gut gefallen. Was mir dabei aber aufgefallen ist, ist, dass wenn man ab einem gewissen Punkt ins Einlenken kommt, reißt das Force Feedback einfach weiter in die Richtung. Was ich damit sagen möchte ist, schau dir kurz mal diesen Clip an. Bruder, fick dich, Alter. Und das ist mir heute beim ersten Mal passiert, als ich Cadillac gefahren bin und ich wusste es nicht und ich habe mir wirklich fast beide Daumen gebrochen. Glücklicherweise weiß der Entwickler von dem Fehler schon und man kann sich das schon durchlesen, dass sie diesbezüglich eine Warnung rausgegeben haben und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie das die nächsten paar Tage oder in den kommenden Tagen fixen werden, weil das sehr gefährlich ist. Des Weiteren ist mir heute aufgefallen, dass bei meiner Simo Cube Wheelbase ich das Force Feedback invertieren musste. Falls du jetzt also eventuell ein Problem haben solltest und immer das Gefühl hast, dass du unten den Widerstand hast und nicht oben den Widerstand hast, musst du das Ganze einfach mal umdrehen und dann funktioniert das. Das hat bei mir auch ein, zwei Momente gedauert, bis ich es rausgefunden habe, aber damit konnte ich es zumindest fixen, dass ich fahren kann. Was mir heute beim Force Feedback auch noch aufgefallen ist, ist, dass die Fliehkräfte im Lenkrad ein bisschen fehlen. Ich habe in meiner SimoCube das Force Feedback auf 100% stehen und in der Sim habe ich sie auf 50% stehen. Das heißt, wir sind ungefähr bei 13, 14 Newtonmeter unterwegs. Wenn ich das jetzt in anderen Sims fahren würde, könnte ich nicht einhändig durch Kurven fahren. Ich kann das aber in Le Mans Ultimate machen und so ein bisschen fehlen die Fliehkräfte. Was man aber beim Force Feedback sagen kann, ist, dass es eins der schönsten und angenehmsten Force Feedbacks, die es gibt. Das ist so unfassbar detailreich, dass du das Gefühl hast, du kannst mit Augen zufahren und du kannst alles spüren. Du kannst wirklich jeden Stein spüren. Du kannst jede Rille im Körb spüren. Du kannst jede Unebenheit auf der Straße spüren. Und was ich total geil finde, was mich komplett antören, ist, wenn du richtig auf die Bremse stempelst und wir haben ja in den Fahrzeugen kein ABS und das rutscht über die Reifen, hast du so ein richtig schönes, geiles, schmieriges Gefühl. Und wenn du von der Bremse runtergehst, hast du auf einmal einen riesigen Ruck da drin und du merkst, dass du wieder Grip hast. Das hat mir so gut gefallen, das Force Feedback. Es hat aber halt noch ein, zwei kleine Kinderkrankheiten, wie ich eben gerade schon aufzählte mit den Fliehkräften. Und ich finde auch, dass es ein bisschen schwierig ist, es rauszulesen, ob das Auto jetzt wegrutscht oder nicht wegrutscht. Beispielsweise hat man beim Glickenhaus, dem LMDH, das Problem, dass es sich immer anfühlt, wenn man richtig hart auf die Bremse geht und zu doll bremst und in dieses Rutschverhalten kommt, dass sich das anfühlt, als wenn irgendwie auf dem hinteren rechten Reifen irgendeiner gegentritt und dir kommt auf einmal der Arsch komplett rum. Und das kannst du gar nicht spüren, das merkst du gar nicht. Das ist von jetzt auf gleich auf einmal zack und weg ist das Auto. Und wenn wir jetzt das vergleichen oder in andere Autos reingehen, ist es auch manchmal etwas schwierig, das Übersteuern zu spüren. Das Untersteuern ist total super, aber das Übersteuern ist ein bisschen dünn. Bevor mir jetzt ein, zwei Menschen sagen, du guck mal nochmal deine Force-Feedback-Einstellung. Ich habe heute wirklich alles hoch und runter ausprobiert. Ich habe wirklich alles durch, bin alles durchgegangen. Ich bin heute, ich glaube, ich habe noch nie so intensiv ein Neu-Release getestet und ich konnte es leider nicht finden. Als falls du vielleicht noch einen Tipp hast oder einen Hinweis, was man einstellen könnte, was ich noch ausprobieren könnte, lass mich das doch gerne wissen, um das noch ein bisschen detaillierter zu machen. Was kann man denn jetzt sonst noch mit anmerken? LMPs, super. GTEs, spitzenmäßig. LMDHs, habe ich so das Gefühl, die sind noch nicht fertig. Also, ich habe heute sehr viel auch mit Chat darüber gesprochen und mir auch ein bisschen Input geholt. Wir sind nicht alle zu der gleichen Ansicht gekommen, was auch völlig fein ist. Aber ich habe so das Gefühl, die sind noch nicht ganz fertig. Was mir dabei aufgefallen ist, ich habe auf Sebring, wir haben ja die Möglichkeit, aus den Garagen rauszufahren, rumzufahren und dann raus auf die Boxengasse und dann fahren wir ja gleich in die erste große Kurve auf Startziel. Und mir ist wirklich bei allen Autos, bei wirklich allen in der ersten Runde, das Auto ständig weggerutscht und ich habe super zärtlich Gas gegeben. Was mir dabei aufgefallen ist, im Vergleich zu den GTEs als auch LMPs, kommen die Reifen als Eiswürfel daraus.
Beispielsweise kommst du mit den GTE-Fahrzeugen bei Mitte 70 Grad die Reifen raus und auf den LMDHs kommst du mit 25 bis 22 Grad raus. Und ja, sie sind sehr kalt und ja, darauf sollte man achten. Aber für mich persönlich war das zu übertrieben. Also das ist ein bisschen, für mich war, sagen wir es mal so, für mich war es unglaublich schwer, mich da reinzufinden. Und ich habe es irgendwann einfach aufgegeben, weil ich die Autos nicht vernünftig bewegen konnte. Ich habe auch die Reifendrücke noch ein bisschen angepasst und geguckt, dass ich so vielleicht die Temperatur reinkriege. Aber selbst nach 3, 4, 5 Runden des Fahrens waren die immer noch nicht wirklich grün und im Bereich der Temperatur. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, ob ich vielleicht einfach nur ein Idiot bin und das nicht hingekriegt habe. Aber dann auf der anderen Seite bei den LMPs und bei den GTEs hat das bei mir tadellos funktioniert und ich konnte nicht wirklich feststellen, dass das da eine Problematik ist. Also was kann man denn jetzt abschließend zu Le Mans Ultimate sagen? Ich freue mich wirklich sehr, dass wir einen weiteren Spieler auf dem Spielfeld für Simracing haben. Es hat Kinderkrankheiten und ich glaube, wir können alle nicht da reingehen in den Early Access und sagen, wir hätten jetzt ein fertiges Spiel erwartet. Ich möchte positiv hervorheben, dass wir für eine Early Access wirklich sehr, 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 sehr viel Content schon haben. Wir haben sehr viele Strecken, wir haben sehr viele Autos und im Großen und Ganzen kann man damit schon Spaß haben. Für mich persönlich, ich könnte es nicht jeden Tag fahren und ich könnte mich dafür auch ehrlich gesagt nicht wirklich begeistern, dass ich jetzt sage, das ist gerade aktuell das Ding. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn es das Ding wird in dem Bereich. Und ich drücke dem Entwickler wirklich die Daumen, dass viele Menschen Feedback dalassen, dass sie es besser machen können. Und ich weiß auch, dass sie es besser machen werden. Es bedarf nur etwas Zeit. Und Le Mans Ultimate braucht ein bisschen Zeit, das muss noch ein bisschen keimen. Man kann jetzt im Singleplayer definitiv seinen Spaß haben. Online muss ich selber noch mal ausprobieren, weil dafür muss ich erstmal meinen Skill-Issue, den ich habe, mit den Autos vernünftig fahren zu können, etwas in den Griff kriegen, weil ich will nicht ein Rennen fahren online und anderen Leuten richtig in die Karre reinbraten, weil ich zu blöd bin, das Fahrzeug zu kontrollieren. Also was kann man denn jetzt sagen? Sollte man sich das jetzt kaufen oder sollte man sich das jetzt nicht kaufen? Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich habe es nicht bereut, es zu kaufen. Habe ich wirklich nicht. Ich bin noch kein Riesenfan davon. Ich bin aber zum Teil ein Fan davon. Das heißt also, falls du persönlich mit unfertigen Sachen und dem einen oder anderen Bug ein Problem hast und dich das wirklich mittlerweile sehr, sehr wütend macht und dich das ankotzt, dass solche Spiele rauskommen, dann kauf's bitte nicht. Weil das wird dich die ganze Zeit einfach nur ärgern. Und dann wird dich auch der wundervolle Sound nicht abholen und die schöne Grafik nicht abholen. Weil wenn du dich im Brummkreisel drehst die ganze Zeit oder du dich in den Cadillac setzt und dir das Ding deine Hände wegreißt, wirst du richtig reinkotzen und dann wirst du wahrscheinlich, vielleicht, wenn du dich nicht ganz im Griff hast, irgendwie was Böses im Internet schreiben, was nicht sein muss. Und das möchte ich hier an der Stelle auch gleich nochmal anmerken. Auch wenn ich kein großer Fan bin und wirklich sehr oft sehr kritisch gegenüber Dingen bin, würde ich nicht auf den Trichter kommen, das zu schreiben, was einige Menschen da draußen schreiben, nur weil sie nicht das bekommen, was sie gerne gehabt hätten oder sich gewünscht hätten oder ihre Erwartungen einfach andere waren. Für mich persönlich, ich habe einfach keine Erwartungen mehr. Und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Geht mal einfach vielleicht komplett erwartungsfrei in das Ding rein, wenn ihr Bock habt und wirklich mal reinschnüffeln wollt. Und dann wirst du echt schöne Sachen finden. Von total tollen Easter Eggs, ich nenne sie jetzt mal Easter Eggs, weil das so Features sind, die sonst keiner macht, wie zum Beispiel, stell doch mal deinen Sitz ein im Auto. Mach mal. Finde raus, was es macht und ich hoffe, du wirst dich genauso darüber freuen wie ich. Oder fahr doch einfach mal mit dem Cadillac oder generell mit einem LMDH, meinetwegen auch dem Porsche, in Le Mans einfach mal hoch und runter in der Boxengasse. Gönn dir das einfach mal. Und erfreue dich daran, wie weit wir eigentlich mittlerweile gekommen sind und wie krass das eigentlich ist, was da abgebildet wird. An dieser Stelle, schön, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die heute mit mir das Spiel getestet haben im Stream und mir ganz viel Input gegeben haben, um noch viel mehr Sachen auszuprobieren, um wirklich alles auszuschließen. Ihr seid die richtigen MVPs. Und ich meine damit nicht die Leute, die die ganze Zeit gemeckert haben, sondern die wirklich versucht haben, mit mir zu gucken, was da geht und was da nicht geht. Und dann möchte ich mich bei allen bedanken, die jetzt hier drunter einen Kommentar schreiben und ihre Ansichten bzw. ihre Erfahrungen mit mir teilen. Lasst es uns zivilisiert machen. Und das ist so ein Appell, den ich gerade an euch richten möchte. Lasst es uns zivilisiert machen. Lasst uns zivilisiert darüber sprechen und einfach uns austauschen. Damit wir vielleicht die Möglichkeit haben, das weiterzugeben an die Entwickler und es besser zu machen.
Und am Ende möchte ich mich noch bei allen Kanalmitgliedern bedanken, die diesen Kanal hier unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr macht es mir, ihr macht es Paul und mir ein bisschen angenehmer, in dieses Jahr reinzustarten und unsere Ziele zu erreichen, denn wir haben echt einiges vor. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. Bisschen dansen. Ciao, Kakao.